habe ein neues Buch von Matthijs Deen, einem niederländischen Autoren, der schon zwei schmale Bändchen vorgelegt hat, die uns auch schon gut gefallen haben. Der Holländer heißt das neue und es wird als Krimi gehandelt. Es spielt genau zwischen Ostfriesland und den Niederlanden. Eine Leiche wird auf einer Sandbank eingespült und man weiß nicht so richtig, gehört es zu den Niederlanden oder zu den deutschen Landen. Und die Niederländer finden die Leiche bei Niedrigwasser und nehmen sie mit, bevor die Flut sie dann wegspült. Und die deutschen Behörden wollen dann diesen Körper haben, weil es eben sich um einen Deutschen handelt. Es handelt sich um einen Wattwanderer. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die Matthijs Deen da in seinen Krimi einfließen lässt über das Wattwandern und vor allen Dingen über das Wattenmeer und diese ganze Region zwischen den Inseln und der Nordseeküste. Und ich liebe diese Gegend und bin da sehr gerne und habe das deswegen auch sehr gerne gelesen. Der Roman steht schon auf der Krimi-Bestenliste. Ich fand ihn sehr spannend. Ich habe doch einiges gelernt. Tolle Charaktere, viele Charaktere. Ja, die Geschichte ist eine gute Krimi-Geschichte. Ist jetzt, tut keinem weh, ist jetzt nichts Wildes, was einen schlaflose Nächte bereitet. Deswegen konnte ich es auch sehr gut lesen. Also, klare Empfehlung, Matthijs Deen, der Holländer.